Hallihallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Streets of Rogue. In der letzten Folge sind wir recht knapp gestorben nach einem Tutorial. Wir haben 11 Chicken Nuggets, die werde ich jetzt einfach mal ausgeben für Ausrüstung. Wie zum Beispiel. Ich glaube, die Ausrüstung hat man dann nur für das nächste Spiel. Ah, okay, verstanden. Dann nehme ich das doch nicht. Okay, ich glaube, dann holen wir uns lieber Merkmale, weil die scheinen auch für immer freigeschaltet zu sein. Und ich glaube, wir werden hier so ein Teambuilder, oder? Dann machen wir unsere eigene Gang auf. Rekrutieren von maximal 3 Anhängern. Finde ich gut, nehmen wir mit. Anhänger folgen dir immer in den nächsten Abschnitt. Klingt auch super gut. Verbündete kannst du nicht treffen. Sie können dich auch nicht treffen. Das gilt auch für Loyale und Unterwürfige. Klingt auch gut. Es kostet weniger, Leute einzustellen. So, da haben wir unsere 11 Chicken Nuggets Ei ausgegeben. Und jetzt werden wir quasi ein Gangmitglied. Und allein deswegen müssen wir, glaube ich, schon so einen Gangster hier spielen, oder? Ja, wir spielen auf jeden Fall einen Gangster. Alles klar, also als Gangster haben wir auf jeden Fall eine Faust, Messer und eine Pistole, mit dem wir agieren können. Wir nehmen erstmal das Messer mit, die wollen uns hier alle erstmal nicht haben. Guck mal, hier ist noch ein anderer Gangster. Meint ihr, wir können den anheuern? Wir klopfen einfach mal. Hallo, möchtest du vielleicht dich mir anschließen? Okay, lass uns gehen. Ja, komm mit, kleiner Gangster. So, haben wir schon mal unseren ersten Gangster-Kollegen. Hallo, bist du auch eine Gangsterfrau? Moin, wie geht's? Nee, das ist nur ein Laden. Wir haben leider kein Geld. So, komm mit, Fred. Fred, wir werden Sachen machen. Und zwar, was ist denn unser Plan? Okay, also wir sollen hier so einen Wissenschaftler retten und wir sollen einen Sklaven befreien. Und ich glaube, die Roten, die muss man machen und die Türkisen hier, die sind optional. Am schnellsten würde das wohl gehen zum Roten, wenn wir hier unten einfach reingehen. Da ist jetzt Feuer und irgendwelche komischen Leute drin. Wollen wir klopfen? Aber wir müssen sogar klopfen. So, der bemerkt uns nie. Hi! Ah, ob du glaubst oder nicht, das ist meine natürliche Haarfarbe. Sieht aus, als wenn er einfach nur ein Hörn hätte und das gar keine Haare sind. Okay, Gangster-Dude, hallo? Kann bitte noch mehr jemand kommen? Oh, hallo Gangster! Ah, oh, wie schlau er ist, er läuft nicht mal in das Feuer rein. Hi, ich würde dich gerne... Schließ dich mir an. Lass uns gehen, okay. Warum hat er so ein Ding über seinem Kopf? Der hat eine Lebensanzeige. Warum ist denn ein Gangster drin? Okay, wir haben jetzt zwei Gangster-Kollegen. So, ihr müsst mir mal kurz helfen, den Dude hier... Okay, der macht gar nichts. Ja, dann... Nö, scheint ja alles klar zu sein hier, nicht wahr? Ja, das Ding schießt zwar auf uns, aber sonst... Ich kann die nicht öffnen. Ey, kleiner Gangster, hast du vielleicht noch einen Schlüssel dabei? Man kann die zum Wache stehen hinschicken. Das ist ja richtig gut. Hallo, kannst du mir bitte deinen Schlüssel geben? Eben hat er doch noch gesagt, dass er einen Schlüssel hat. Hier, nach Schlüssel fragen. Hast du einen Schlüssel? Klar, Kuppel, hier, danke. Guck, wir müssen gar nicht Sachen töten. Hi. Schön, der hilft uns jetzt hier auch mit. Wir nehmen nochmal hier die 5 Münzen mit. Warum die Kamera gegen uns ist, keine Ahnung, weil anscheinend sind die hier uns alle wohlgesonnen, nicht wahr? Oh, der anscheinend nicht. Tötet ihn! Tötet ihn, meine Freunde! Tötet ihn! Oh, ne, sorry. Ich meine natürlich, wieso ist der mir nicht böse? Das war natürlich aus Versehen. Nein, wir müssen ihm helfen! Oh Gott! Leute, greift ihn an! Leute! Nein! Mission nicht erfüllt. Der Gefangene ist tot. Was seid ihr denn für Gangster? Ja, jetzt tötest du ihn, wo unser Wissenschaftler tot ist. Mission gescheitert. Alles auf Anfang. Wir müssen irgendwas gut machen. Da retten wir wenigstens... Was ist das? Ist das hier der Wissenschaftler? Ach, das war nur der Sklave. Ja, der Sklave ist sowieso unnötig. Hallo? Bist du so ein Slum-Dude? So, die kann ja wohl nichts. Tötet sie alle! Wieso greift mich der Wissenschaftler an? Hilfe, was? Ich verstehe gar nichts. Ihr macht das schon da drin. Hä? Warum habt ihr sie getötet? Wieso habt ihr ihn getötet? Oh, ach so, die hatten gar nichts mit unserer Mission zu tun. Du bist der Sklave, hallo. Es ist nicht ideal, als Sklave zu sein. Ich will dich befreien. Muss ich dafür deinen Sklaventypen hier killen? Okay, bist du erfüllt. Abschnitt sauber. Ich raff gar nichts, Leute. Hatte ich nicht eingestellt, dass ich meinen eigenen Kollegen nicht wehtun kann? Das war doch so eine Mutation, oder nicht? Ich raff hier gar nichts. Na gut, wir gehen einfach mal in den nächsten Abschnitt. Ich kann nicht kommen. Ich muss hier bleiben. My people need me. Hä? Meine ganzen Mutationen da bringen irgendwie gar nichts. Ich raff das nicht. Muss ich die erst freischalten? Das kann sein. Sind das diese Sachen, die man freischalten muss, wenn man ein Level aufsteigt? Wahrscheinlich. Das ist jetzt natürlich blöd. Mein Messer ist auch gleich kaputt. So, lass mal gucken, ob wir hier vielleicht irgendwo... Der sieht uns bestimmt nicht. Ah, wir müssen klopfen. Kommt man da nicht auch irgendwie anders ran? Was haben wir denn sonst noch so? Ich meine, wir haben ja ein Inventar. Wir haben zum Beispiel ein Ghetto Blaster. Spiel ein paar schöne Melodien, die deine Feinde ablecken, die sie sich spontan tanzen lassen, okay? Und Freunde-Rufer, ruf deine Freunde in der Nähe, damit sie sich zu dir teleporten und dir aus der Patsche helfen. Oder dir einfach Gesellschaft leisten, auch nett. Und wir haben jetzt hier noch so ein Laserschwert irgendwie. Ein Liebling der Cosplayer und Nerds. Tötet auch Dinge. Nice. Aber komme ich da noch irgendwie anders rein?
Komm, wisst ihr was? Wisst ihr, was wir machen? Wir platzieren irgendwo außerhalb den Ghetto Blaster und dann bemerken die uns nicht. Den platzieren wir hier oben. So, Ghetto Blaster Attack. So, die tanzen. Jetzt können wir hier... Nein, ich will da rein. Okay, der Ghetto Blaster ist super unnötig. Ich kann den Ghetto Blaster nicht nochmal mitnehmen. Verdammte Hacke. Hallo? Hallo, bitte mach die Tür auf. Gangster vor der Tür, bitte Tür aufmachen. Alles klar, ich mach deine Tür kaputt, wenn du mich nicht reinlässt. Das hast du nun davon. Hey, okay, wir können einfach die Türen kaputt machen. Geht das auch mit den... Guck mal, guck da sogar hin. Lol. Es geht anscheinend nicht mit den Wänden. Hallo? Ich hätte gern deine Waffe. Aua, nein, nicht auf mich schießen. Ich hätte gern deine Waffe. Und dafür brauche ich dann auch bitte die Munition. Ist das eine Banane? Das ist tatsächlich eine Banane. So, Knöpfchen drücken. Sorry, ich weiß, du hast gerade geschlafen, aber ich muss den Knopf drücken. Aua, bitte nicht schlagen. Okay, du willst einen Boxfight? Kannst du haben. Ich bin ein Gangster, ich bin auf der Straße aufgewachsen. Ich weiß, wie das funktioniert. Drei schicken Nuggets haben wir bekommen. Mega nice. Er tanzt halt immer noch weiter. Alles klärchen. So, wir müssen noch einen Zahn uns holen und einen Slum-Typen anscheinend töten. Na schön, guten Tag. Ich muss dich leider töten. Warte mal, ich hole mal kurz meine Pistole raus. Ja, das ist dann nämlich einfacher, dich zu töten. Dankeschön. Oh, was ist das? Ein Gutschein für kostenlose Ware. Mega gut. Okay, ab zum nächsten. Wie, ich muss eine Mission finden? Ich habe doch hier eine Mission. Da will ich hin. Genau da. Nicht entdeckt. Ach so. Was soll ich denn mit dem machen? Ich soll von einem Dieb einfach nur sein Zahn klauen. Alles klärchen. Das kriegen wir doch hin. Hi. Aua. Hä? Ach, das ist einer aus einer anderen Gang. Deswegen ist er rot gekleidet. Jo, läuft bei ihm. Danke für dein Messer. Okay, da muss man drauf achten als Gangmitglied, dass es auch andere Gangmitglieder natürlich gibt und die einen nicht mögen. Holy shit. Oh, da ist schon wieder so ein anderer Gangster. Ah ja, dafür braucht man dann auch seine eigenen Gangsterfreunde, die zwar nicht so wirklich viel helfen, aber sie sind zumindest da. Guck mal, ist das denn der Dieb? Meint ihr, das ist der Dieb, den ich ausschalten soll, oder meint ihr, der ist woanders? Da oben ist der, okay. Aber erstmal, hallo Shopkeeper, ich habe eine Waffe und ich hätte gerne etwas für meinen Gutschein. Wie zum Beispiel ein Messer. Dankeschön. 200 hat das nämlich, hätte das eigentlich gekostet. Dann was sonst bekommen. Hast du noch eine Mission für mich? Zerstöre eine Kiste. Für 5 Nuggets, alles klar, machen wir. So, und er hier hat anscheinend noch irgendwie irgendwas. Au, au, ei. Kann der Dieb bitte einmal rauskommen? Dieb? Dieb, was machst du hier drin? Aua, 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 das tut doch weh. Nein, nein, aua, aua, ja, ich hab doch keine Waffen mehr. Aua, lass mich, du kannst doch nicht durch die Dinger hier durchschießen. Alter, ich, aua, 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 der ist richtig stark, der Dude. Alter, ich hab keine Leben, ich hab nur 2 Leben, ja. Hau besser ab, du Arsch. Ich will nur den Zahn haben, danke. Holy moly, ich hab nur 2 Leben, Hilfe. Okay, wir müssen ganz schnell eine Banane essen. Und diese Banane werden wir jetzt auch da hinlegen. Warte. Dich kill ich. Du hast mich fast getötet. Mit der Banane getötet. Haha. Komiker. In den Komiker freigeschalten, weil wir ihn durch eine Banane getötet haben. Ultra nice. Bitte, tu mir nichts. Ich hab nicht meine Waffe, danke. Ich hab nicht mehr so viele Leben. Okay, hier sollen wir noch diese Kiste kaputt machen. Ich hoffe, mich greift keiner an, wenn ich die Kiste kaputt mache. Nein, lass mich. Ich will nur die Festplatte. Oh Gott, nein, bitte nicht. Ah. Was stand da jetzt genau? Merkmale. Diese Merkmale werden erscheinen, wenn du ein neues Fähigkeiten-Level erreichst. Ah. Das sind quasi nur die Verbesserungen. Die Mutationen. Obwohl hier auch Mutatoren sind. Nach jedem Level. Okay, verstanden. Das probieren wir doch mal, Leute. Vorhin haben wir unser Aussehen gar nicht geändert. Das geht so nicht. Ohne Bart und richtige Hautfarbe nimmt uns natürlich keiner ernst. So. Neuer Gangster ist am Stüssel. Ah, guck mal, die anderen, die roten Leute, das sind Blatz, 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 Blatz. Die müssen wir alle töten. Und wir können 3 Anhänger auf jeden Fall rekrutieren, auch ohne die Erweiterung. So, was sollen wir machen? Wir sollen eine Festplatte einstecken und ein Blatt, 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 Blatt töten. Okay, das kriegen wir doch easy hin. Diese Blatz hasse ich sowieso, wie die Pest. Ah, guck mal, der Blatt ist sogar eingesperrt. So ein Noob, Alter, so ein Noob. Oh, wird aber noch von einer Wache beschützt. Wir klopfen einfach mal. Hi da. Darf ich rein? Ich darf rein. Oh, nein, ich darf nicht rein. Hallo, ich will nur den Blatt töten. Du hast gar nichts damit zu tun. Das ist ja ein Gangsterkrieg zwischen Dissidenten und Blatz, ja? Oh, jetzt haben wir auf jeden Fall den Schlüssel bekommen. Ich glaube, das mussten wir dann sogar machen. Hey, Blatt. Hast schon gemerkt, was gleich auf dich zukommt, hä? Du hast George getötet. Ich weiß, dass du George getötet hast. Dafür wirst du jetzt sterben. Das kommt davon, wenn du George tötest. Bastard. Was haben wir denn bekommen? Munitionsdieb. Teleportiert die Munition von der Schusswaffe einer anderen Person in die Schusswaffe, die du trägst. What? Munition stehlen. Von dem da. Aha, die Wache hat jetzt keine Muni mehr.
Habe ich denn jetzt mehr Munition? Ja, meine Waffe ist jetzt wieder voll. Und der hat jetzt keine Muni mehr? Das ist ja richtig witzig. Okay, nice. So, da ist noch ein Gegenstand, den wir einstecken müssen. Wie kommen wir denn da rein? An sich ist das doch hier einfach eine Spiel-Lounge, oder nicht? Ich meine, hier sind Spielautomaten und so. Die sollten nichts dagegen haben, dass wir hier sind. Die Kamera vielleicht schon eher. Meint ihr, man kann die Kamera... Ich kann die nicht öffnen? Was? Warum denn nicht? Ich will doch nur einen Schlüssel haben. Wer hat denn von euch einen Schlüssel? Hallo, hast du einen Schlüssel? Motivation bieten? Hä? Nö, warum? Im Laden. Ach, das ist ein Laden, Dude. Der hat einen Molotov-Cocktail, Bier... Den richtigen Cocktail. Lol, okay. Alles klar, dann hast du vielleicht den Schlüssel. Unterstütze mich, für 20 habe ich leider nicht, sorry. Wo krieg ich denn den Schlüssel jetzt her? Tja, hilft nichts, müssen wir die Tür einschlagen. Ich habe das Gefühl, das bringt nichts. Ja, da komme ich da nicht ran, ne? Das ist ja jetzt blöd. Ich will auch ungern hier irgendjemanden töten, ehrlich gesagt. Eventuell ist aber in dem Tresor da... der Schlüssel drin. Und der Dude hier hat da jetzt keine Muni mehr. Deswegen würde ich sagen, brechen wir hier einfach mal ein. Die Wache hier hat ja wohl auch nichts, oder? Hi. Okay, ja, die haben zumindest keine Schusswaffen. Also wir haben hier auf jeden Fall einen Vorteil. Sterbt! Sterbt alle! Die hatte irgendwas bei sich? Ja, das ist natürlich richtig schlecht, dass sie hier einfach keine richtigen Waffen hat. Mit Baseballschlägern kommt ihr nicht weit. Was haben wir hier noch? Frisierkombination. Sehr gut, danke dafür. Das war auf jeden Fall easy. Was haben wir da? Ein Whisky. Wow. Wer packt denn ein Whisky in sein Tresor? Muss ein sehr guter Whisky sein. Hier haben wir noch einen Burger. Okay. Unsere Waffe ist halt leider jetzt alle. Gut, dann müssen wir jetzt mit Baseballschlägern arbeiten. Aber eigentlich hätte ich gerne einen Schlüssel gehabt. Verdammt. Das war gar nicht so dumm, oder? Den einzigen Dude, der hier eine Waffe hatte, den haben wir einfach seine Muni geklaut. Deswegen musste der auch mit einem Baseballschläger agieren. Gut, dann kann das eigentlich nur noch in dieser Truhe da drin sein, oder nicht? Ich habe keine Ahnung, wie man in die Schlüssel rankommen soll. Ja, ja, wir gehen hier einfach mal rein. Hier wird schon nichts. Ah! Holy crap! Das hat richtig viele Leben abgezogen. Aktiviert sich das nur, wenn man da auf den Bodenschalter raufgeht? Hat man den davor auch schon gesehen? Ich habe keine Ahnung. Ah, der hat eine Waffe. Okay, jetzt habe ich aber zu wenig Leben für alles. Wir lassen das mal. Oder wir hacken einfach irgendwo. Warte. Gab es hier vielleicht einen Computer oder sowas? Nee, nur Münzautomaten, an denen man spielen kann. Ja, kein Plan. Also hätten wir hier noch irgendwie einen Computer oder so, dann hätte ich da bestimmt irgendwie die Tür aufhacken können. Aber so leider nicht. Na gut, dann gehen wir... Nein, ich habe noch Mission zu erfüllen. Dein Ernst? Ja, kein Plan, wo ich das herbekommen soll. Den scheiß Schlüssel. Tja, bleibt mir wohl nichts anderes übrig, außer die alle hier zu töten, ne? Tja, sorry, aber ich brauche einen Schlüssel. Und wenn ihr mir keinen Schlüssel geben wollt, dann müsst ihr halt sterben. Das tut mir sehr leid. Guck, er hat ja tatsächlich einen Schlüssel dabei. Ja, ja, spiel du ruhig weiter. Ich habe hier nur... Alles gut, alles chillig. So, jetzt ist ja auch eigentlich egal, dass die Kamera da ist, ne? Ich würde halt gerne mal wissen, ob man Kameras auch einfach kaputt schlagen kann. So, wir gehen jetzt hier mal rein mit dem Schlüssel. Kamera, geh kaputt. Okay, geht tatsächlich. Nice. Aber was haben wir hier? Eine Festplatte. Dankeschön. Und noch ein Burger. Levelaufstieg hatten wir auch noch. Nice. Einer hat sich einfach in Bonbon verwandelt, während er gestorben ist. So, welche Verbesserung wollen wir denn haben? Flinke Finger? Keine Kämpfe unter Verbündeten oder Heimwehkiller? Anhänger folgen ja immer in den nächsten Abschnitt. Das finde ich, glaube ich, am geilsten gerade. Dann können wir uns jetzt endlich mal ein paar Anhänger holen und die folgen uns dann auch. So, ab in die Slums. Was ist unser Plan, hä? Wir sollen einen Muffin klauen, einen Barkeeper töten und ein belastendes Fotos vom Arzt wegnehmen. Oh oh, was der Arzt da wohl gemacht hat? Bestimmt irgendwelche unanständigen Sachen. Lass mal gucken, ob wir hier irgendwo Gangster finden, die sich uns anschließen können. Blatz. Blatz sind natürlich böse. Ich hoffe, wir sind nicht nur Blatz. Da, das ist doch hier eine Gangstergruppe. Hi, schließ dich mir an. Hi, nee, nicht du. Der da. Schließ dich mir an. Hi, schließ dich mir an. So, jetzt sind wir eine ganze Gangstergruppe hier. Alles klar, Leute. Seid ihr bereit? Habt ihr alle Waffen? Ich glaube, nur der eine hat eine Waffe. Passt schon. Okay. Komm, Leute. Wir müssen das belastende Foto von dem Arzt klauen. Ja, hi. Ich hätte gerne das Foto. Also bedrohe ich dich. Mission erfüllt. Es tut mir nicht weh. Okay, guck, man muss gar nicht. Man muss mit seiner Gang hier ankommen und dann geben sie einen das, was man haben will. Nett. So, was ist hier der Plan? Hier ist auf jeden Fall ein Blatt. Da müssen wir nur einen Gegenstand einholen. Juckt euch nicht, ne? Wenn ich hier reingehe. Nee, juckt euch nicht. Ja, ja, Gang, ihr macht das schon. Oh, ich habe einen Zünder. Da ist ein Blatt. Killt den Blatt. Der Blatt ist kacke. Keiner mag Blatt. Zack. So, RIP all Blatt. Okay, Polizei hat sich gesehen. Den Typen hier juckt das auch nicht. Hi. Ach, der Drogendealer. Ja, ja, den kennen wir ja. Ist mein Best Buddy. Dann können wir hier reingehen.
Juckt nicht, dass die Kamera uns sieht. Wir nehmen auf jeden Fall den Muffin mit. Wir töten einfach zwei Menschen für einen Muffin. Normal. Wow, wow, Gangsterfight, Gangsterfight. Leute, hilft mir, ich bin fast tot. Wo bin ich? Ich sehe mich nicht. Oh Gott. Ja, Polizei, Polizei ist auf meiner Seite. Polizei, mach das, Polizei. Bitte töte ihn. Oh Gott, Polizei, was ist hier passiert? Meine ganze Gang ist kaputt gegangen. Nein, du nimmst das Messer nicht mit. Oh mein Gott, meine Gang hat verloren. Du scheiß Blatt, wie kannst du es wagen, meine ganze Gang zu töten? Oh Gott, der ist auch noch stärker als ich. Ja, verpiss dich, du Arsch. Mann. Was war das denn? Kommt da einfach eine Blattsgang an? Damit habe ich nicht gerechnet. Hallo, Arzt? Ich habe dich bestochen. Bitte heile mich. 63 ist ja richtig teuer. Habe ich noch irgendwas zu essen dabei? Kein Bock zu sterben. Hier so ein Sandwich, zwei Burger habe ich auch noch, eine Banane. Ein Geistersprenger haben wir auch noch irgendwo herbekommen. Meine Güte, ey. Fucking Blatt. Hä? Der hat mich ausgeraubt. Polizei, Polizei, Hilfe. Hilfe, ich wurde ausgeraubt, bitte. Was hat er denn weggenommen? Der hat mir eine Bananenschale weggenommen? Okay. Die kann er von mir aus behalten. Okay, also auf sowas muss man auch achten, dass einfach die Diebe hier ein ausrauben. Meine schöne Bananenschale. Mann, immer diesen Platz. Hallo, Polizei. Ein Blatt will mich angreifen. Hallo, hallo, Polizei. Ja, jetzt, hier. So geht das aber nicht. Ja, schlag ihn kaputt. Den Arsch. Dankeschön. Polizei, der Freund und Helfer. So, was machen wir jetzt mit denen? Wir können... Können wir hier nicht einfach irgendwas ranpacken? Irgendwie so ein Türsprenger und dann stirbt er einfach? Leider nicht. Voll sad. Geht das vielleicht am Fenster? Nee. Ich würde sagen, dann klauen wir dem Barkeeper einmal seine Muni, damit er uns nicht mehr angreifen kann. Und jetzt haben wir einen Vorteil, denn wir haben zumindest 11 Schüsse. Hallo, kann man einfach rüberschießen? Ja, okay. Sterbt, ich habe eine Waffe und ihr nicht. Ihr nicht. So, danke, habe ihn ausgeschaltet. Tschüss, ich gehe dann mal. Polizei, ich werde angegriffen. Ich habe überhaupt nichts getan. Ich weiß nicht, warum er mich angreift. Bitte, bitte helfen Sie mir. Aua, ja, richtig, Polizei. Der hat mich attackiert. Bitte, wieso greift die Polizei denn jetzt mich an? Nee, das ist nicht nett. Ich gehe weg. Tschüss. Hä, ich werde angegriffen und die scheiß Polizei greift mich an? Polizeiabringung, warum sind... Was? Gut, was sind unsere Pläne? Wir sollen Schalter aktivieren und eine Aktentasche klauen oder so. Ich bräuchte mal wieder eine Gang. Leute, ich brauche eine Gang. Hallo? Jemand zu Hause? Kann mir bitte jemand die Tür öffnen? Hallo? Okay, haben keinen Bock auf mich. Hä? Polizei! Polizei! Oh Gott, bitte lass mich in Ruhe. Hä, darf man... Ach so, die haben Ausgangssperre, deswegen darf man nicht draußen sein, oder was? Jo, was ist das denn? Deswegen sind die alle zu Hause, das macht vollkommen Sinn. Das ist super ekelhaft. Voll der Polizeistaat hier, was ist denn los bei euch? Okay, hilft alles nichts, Leute, wir müssen Slum-Mitglieder... Wie die einfach nicht rausgehen wollen, weil Polizeisperre ist, oder was? Okay, wisst ihr, was wir machen? Yo. Wir töten erstmal eine Polizistin hier, denn das geht so nicht, ja. Verpiss dich. Wir müssen hier einen Zünder platzieren, hilft ja nichts. Nein, ich mache hier gar nichts. Nein, au, das tut natürlich weh. Bitte nicht angreifen, bitte ich. Hallo, ja, er wird einfach schnell. Er wird etwas und Sonic. War das nicht auch ein Gangster? Ich finde witzig, wie wir da tot rumliegen mit diesen Skin. Wieso ist der etwas schnell geworden? Okay, diese Polizeisperre ist ja super assig. Ich wollte nur ein paar Gangmitglieder anheuern. Meine Güte. Na gut, dann war's das, glaube ich, mit der zweiten Folge. Ich muss erstmal noch immer in dieses Spiel reinkommen, um überhaupt zu raffen, was geht. Aber anscheinend, also diese, mit den Gangs und sowas fand ich schon mal ganz witzig. Ich glaube, diese Merkmale sind auf jeden Fall... Da kann man sich schöne Charaktere zusammenbasteln. Gut, das war's mit der zweiten Folge. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr mehr Parts sehen wollt und auch was ich machen soll mit den verschiedenen Charakteren, dann gerne mal in die Kommentare. Ansonsten haben wir ja, glaube ich, hier den Komiker freigeschalten. Der kann Witze erzählen, guck. Und ist ein schmächtiger kleiner Nerd. Nice. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.